Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu King Arthur Knight's Tale. Wir sind hier immer noch im alten Kloster. Hier gab es gerade einen weiteren Kampf und wir gucken mal auf die Karte, wie es jetzt ausschaut. Wir haben hier mindestens noch drei weitere Kämpfe oder zumindest ja, bestimmt zwei. Ich weiß nicht, ob das dann auch ein Kampf ist oder ob es hier nur Sachen zurückzuholen gilt. Eine Lagerstelle haben wir noch. Zumindest aktuell aufgedeckt und die werde ich jetzt auf dem Weg dorthin auch nutzen. Ich denke, wir werden uns Lebenspunkte wiederholen und dann gehen wir die Sache gemeinsam an. Hier hinten ist noch ein Schrein. Wenn ich mich recht erinnere, konnten wir da aber die Probe nicht bestehen und wissen nicht, was er für Auswirkungen hat. Also ja, eher werden wir dann wohl eher nicht nutzen oder vielleicht ganz am Ende. Mal gucken. Mal wieder hier schauen. Ja, da gehen wir auf das Lagerfeuer zu. Mit den Burschen hatten wir uns ja unterhalten. Dann werden wir hier jetzt mal uns ausruhen und Lebenspunkte wiederherstellen. Resting is over. Jawohl. Also, 33 volle Leben wieder bei allen. Sehr gut. Und dann können wir, denke ich, das Finale jetzt hier angehen. Hier unten waren wir noch nicht. Aha. 22 Gold. Aber hier ist Ende, oder? Geht's hier weiter? Ja, nee, hier ist Ende. Ah, das heißt, wir bewegen uns jetzt gerade hier am unteren Rand entlang. Ja, und gehen dann auf diesen Kampf hier zu. Intruders, get ready. Okay. Was haben wir hier alles? Uiuiuiuiuiui. Drei Kundschafter, vier Kundschafter, fünf Kundschafter, sechs Kundschafter und Caden. Oh, was hat er denn Interessantes? Er kann sich verstecken. Solange die Einheit auf schlecht zu überschauendem Gelände oder hinter voller Deckung steht, ist sie versteckt. Hm. Okay, er hat eine Armbrust. Oder, nee, das ist ein Bogen. Das ist ein Bogen. Die haben alle Verstecken, diese Kundschafter. Okay. Er hat 2 bis 3 Schaden. Die machen nicht wirklich viel Schaden, aber sie haben alle Gift. Eher am meisten noch mit 7 bis 8. Also, das heißt, wir werden... Ich werde mal hier hingehen. Surveillen und hier einen Wachtangriff drüberlegen. Okay, auch hier werden wir das irgendwie nutzen. Letztes Mal. Was ist das hier für ein... Ach, haben wir hier jetzt einen weiteren entdeckt oder was? Nee, was ist das hier für ein Zeichen? Ach, das ist, dass er einen Wachtangriff hat. Quatsch. Tja, wir werden... I am ready. Ich denke, wir gehen... mit ihr auf Caden und werden ihm direkt mal versuchen, hier Giftschaden zuzufügen. Jawohl, hat auch geklappt. 10 Lebenspunkte plus vergiftet. Damit beenden wir die Runde. So, er läuft rein. Oh yes, direkt 20. Mhm. Okay.
Also das sind einige, aber natürlich nicht besonders stark. Okay. Das heißt, er wird jetzt hier eigentlich schon den nächsten weghauen können. Jawohl. Und mit den restlichen drei, ja leider, gehen wir in der Verteidigungshaltung. Boah, Sir Kay kommt nicht wirklich nach vorne. Wir gehen mit Sir Kay hier ran und gehen auch in die Wacht. Jetzt ist die Frage, kriegt Mordred hier einen raus? Ein Feld laufen, dann hätte er zwei Schläge. 5 bis 9, das wird natürlich nicht reichen. Aber wir können ihn umhauen. Und dann werden wir... Ah, warte mal, das mit dem Zeichnen. Kann ich mit Lady Dintrain jetzt nochmal den Anführer treffen? Ja, nee, kann ich nicht, weil der andere davor steht. Den hier könnten wir beschießen. Ah, ich würde mit 2 Schüssen gerne einen rausnehmen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden Mordred... Wir werden ihn zeichnen. So, und dann wird hier 2-mal drauf geschossen. Einmal mit Feuer. Ja, und das 2. Mal hinterher. Reicht. Gut. Die sparen wir uns auf, die AP. Und hier gehen wir in eine Wacht. Okay. So, Gift wirkt weiter. Er bewegt sich wieder ein Stück raus, ja. Lady Dintrain hat jetzt keine Lebenspunkte mehr. Ja, aber der macht nicht wirklich viel Schaden. Auch hier gegen die Verteidigungshaltung kommt er nicht wirklich durch. Hier wird auch 2-mal geblockt. Okay, und wir sind wieder dran. Nächster Giftpfeil. -4 und ein normaler Schuss hinterher. So. Okay, jetzt sollten wir gucken, dass wir ihn vorne dran stellen. So, ausgeschaltet. Wir bleiben hier stehen. Damit decken wir Lady Dintrain ab. Ja. Der Schlag ist klar. Jetzt haben wir noch 4. Ja, komm, leider. Eis hat leider nicht für einen weiteren Schlag. Oh, kann ich das nochmal rückgängig machen? Ja. Ja. Wir gehen auf den hier. Einmal. Blutung. Jawohl. Und das sollte reichen für 1 bis 2. Naja, mit ein bisschen Glück stirbt er, bevor er was tun kann. Und mit ihm gehen wir einfach mal ein Feld nach vorne und speichern die restlichen Punkte. Hier ebenso. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ah, einen nur. Schade. 2 Lebenspunkte. Jetzt ist er tot. Ja. Okay, das war's. Jetzt haben wir's, ne? Jetzt haben wir sie. Also. Wir gehen erstmal ein Feld hier rüber. Oh, ausgewichen. Nicht schlecht. Heben wir auf. Ist okay. Lassen wir an ihn ran stürmen. Ein Schlag. 2. Schlag.
Dritter Schlag und dann machen wir hier auch noch ein paar Meter. Oh, shit. Ich hab sie beim Laufen noch kurz gesehen. Eine Falle. Verlangsamung. Okay. So, das war natürlich nicht wirklich prickelnd. Und jetzt bekommt er den Todesschlag. Und wir haben ihn. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir hier hinten drin haben. Eine blaue Trophäe, grüner Schmuck, 75 Gold. Das kann sich sehen lassen. Dann könnte es sein, dass es jetzt schon zum letzten Kampf geht. Wie sehen wir aus? Lady Dindrain ist natürlich jetzt... Nemesis of King Arthur, the dreadful knight of the legends. Ja. I am supposed to be dead. And yet here we are. Lady Dindrain sieht jetzt natürlich echt schlecht aus hier, lebenspunktemäßig. Die darf jetzt nichts mehr abbekommen, sonst gibt es wieder weitere Verletzungen. Muss ich sie noch eine Nummer defensiver spielen? Sag mal, ist das hier immer noch Fog of War? Dieses Beige. Ich glaube fast. Guck mal hier, was ist denn hier los? Stehen die hier versteinert? Nee, die bewegen sich ein bisschen, ne? Sieht irgendwie unheimlich aus. Wir gucken mal, ich gucke hier nochmal, ob hier noch irgendwie Fog of War weggeht. Ja, hier war ein Lager. Ich möchte hier nichts verpasst haben. Ja, hier geht tatsächlich noch so ein bisschen Fog of War weg. Hasen. Okay, oh, ich denke, jetzt haben wir alles. Gut, dann gehen wir den letzten Kampf jetzt an. Was hat er gesehen? Look. War doch irgendwas entdeckt, oder? Wenn er Look sagt. Ah, hier. 23 Gold. Ja, hier ist doch noch überall ein bisschen was versteckt. Lohnt sich wirklich jeder Blick? Mein 26 Gold ist jetzt dann... Ja, nicht die Welt, aber es läppert sich, ne? So zwei, drei von den Dingern und ratzfatz hat man wieder ein 100er zusammen. So, dann holen wir mal darüber. Hier ist auf jeden Fall dieser Schrein. Nee, ich lasse den mal noch außen vor. Ist mir zu heiß. Ging's hier gar nicht weiter? Ah, wir müssen hier von der anderen Seite ran, Leute. Okay, auch noch verlaufen. Müsste aber auf dem richtigen Weg sein. Ja. Sind wir. Oha, wen haben wir denn hier? Quarry. Straßenräuber, Banditen und oh, auch wieder so ein verstoßener Ordensbruder mit dabei.
Okay, na gut, dann lass uns mal gucken, ob wir hier vielleicht wieder mit Entdeckungen agieren können. Wir gehen mal hier in die volle Deckung. Legen hier so, 8 Schaden und Gift. Ja, er kommt natürlich jetzt nicht weit genug nach vorne. Ah, schlecht. So, mal schauen. Ah, ja, das ist ein Heiler. Okay. So, wie weit kommt er auf uns zu? Oh, wenn die in dem Radius hier drin stehen, haben die, glaube ich, Bonus-Schilde, wenn ich das richtig sehe. Als er hier durchgelaufen ist, hatte er das kurz. Jetzt ist es wieder weg. Ready to fight. Könnten an ihn ran. I serve the Lord. Hat er immer noch Gift? Ne, er ist schon wieder geheilt. Jetzt die Frage, ob wir zuerst die, wenn wir hier zuerst rausnehmen. Ich denke, wir gehen mal hier drauf. Einmal Gift, einmal normal. Ist okay. Wird sich dem Anführer hier annehmen. Wir machen hier gleich mal den Todesschlag. Oh, wow. Geblockt. Nur 4 Rüstungen erwischt und sonst nichts. Das ist natürlich bitter. Okay, und jetzt können wir wenigstens noch einen Brand marken und das werden wir jetzt mit ihm machen. Ja, so wirklich Fernkämpfer sind ja nicht dabei, ne? Das heißt, wir gehen mal dahin, werden auch das hier aufstellen. Schauen wir mal, ein Schaden. Der kriegt direkt wieder seine Heilung. Oh, von wegen. Keine Fernkämpfer dabei, da sind sie. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh, die wollen auf Lady Dintrain durch. Diese. Das ist jetzt problematisch. Rückenstich. Hat er Blutung? Hat er. Das heißt, dann stirbt er auf jeden Fall. Brauchen wir uns nicht noch mit einem zweiten Schlag um ihn kümmern. Gehen wir den zweiten Schlag hier drauf. So, dann kann sie ihn hier rausnehmen. Okay. Und Sir Kay kümmert sich um ihn halt wieder. Jawohl, jetzt haben wir ein bisschen was getroffen, Rüstung genommen und auch Blutung verursacht. Die restlichen 2 sparen wir hier auch auf und naja, dann müssen wir uns jetzt diesen Straßenräuber hier packen. Mit einem Wuchtangriff. Ist er nämlich auf einmal weg. Oh, verfehlt. Das hat. Wow. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Nehmen wir die Verteidigungshaltung ein. Ja. So, er ist weg. Haben wir 2-mal geblockt. Ja, die Magier halten, die Ordensbrüder halten sich hier zumindest noch zurück. Das ist gut.
Er nimmt 1 bis 2 Schaden durch den nächsten Schuss. Das ist jetzt die Frage, gehen wir das Risiko ein, dass er nur einen Schaden nimmt, dann steht er noch danach. 19. Ja, und die 3 müssen wir aufsparen. Wir nehmen den raus. Und wir nehmen den raus. Was weg ist, ist weg. Ich denke, so ist es ganz gut. Jetzt können wir das hier machen. Und 2-mal hier draufschlagen. 1-mal. Und 2-mal. Mhm. Gift und Blutung hat er jetzt, aber er wird mit Sicherheit in der nächsten Runde geheilt. Und hier... Ja, hier probieren wir natürlich wieder den Wuchtschlag. Jawohl. Sieht gut aus. Ja, da kommt sie, die Heilung. 9 HP. Nächste Runde wird er wahrscheinlich schon auf die Lebenskraft gehen. Das müssen wir versuchen zu verhindern. Oh ja, wir kommen von hinten ran. Das wird ein Rückenstich. Und sollte eigentlich dann sein Tod sein. 25. Ah. Komm. Den haben wir. Und den haben wir auch. Wunderbar. Denken wir jetzt. Ich krieg jetzt noch keine Schüsse mit ihr raus. Wir werden mal Wacht machen. Vielleicht bewegen sie sich ja. Sparen wir auf. Ja, sie bewegen sich, aber sie fliehen. Sie fliehen. Gehen wir ran. Ready to fight. I fight for honor. Awaiting your command. Gehen wir in den Giftpfeil. Jawohl. I'm here to serve. Das müsste es doch gewesen sein jetzt, oder? Kann er sich selbst heilen? Nee. Ah, aber er kann ihn natürlich heilen, okay. Aber das wird ihm trotzdem nicht helfen, oder? Ja, 5. Weg ist er. Und dann haben wir jetzt noch... Oh. Ich glaube, das hat er vorhin auch gehabt. Kann das sein, diese Blendung? Deswegen hat er vorhin vorbeigeschlagen. Wir nehmen einen Brandpfeil. Und einen normalen. Okay. Das war's. Ah, nee, natürlich, er verfehlt. Aber wir haben da noch Sir Kay. Okay, das war tatsächlich der letzte Kampf. Jetzt gilt es hier bloß noch die Beute abzuholen. 50. Okay. Aber bringe die gestohlenen Sachen zurück. Die müssen hier ja noch irgendwo liegen, oder? Oder müssen wir sie... So, ich muss jetzt da wieder hintragen. Okay, wir laufen hier trotzdem noch mal kurz den Bereich hier ab. Dass wir nichts vergessen haben. Wäre schade drum. Hier waren wir vor, oder? Ist hier hinten? Ne, hier hinten ist was. Aha. Zack, und nochmal 21. Okay, hier waren wir aber... Wisst ihr was? Ich glaube, wir gucken uns jetzt einfach aus reinem Interesse diesen Schrein noch an.
Mit ein bisschen Glück gibt er ja irgendwie, vielleicht gibt er Lebenskraft. Könnte natürlich auch das Gegenteil der Fall sein. Ich hatte es in der ersten Folge zu dieser Mission ja geäußert. Es sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus mit diesen toten Köpfen und Gebeinen hier, aber komm. No risk, no fun. Oh, er hat es wieder geprüft, ne? Oder steht es einfach wieder dort? Wir probieren es trotzdem. Wir benutzen es. Und, haha. Komm, wir nehmen es bei Lady Dintrain. Flinkheit. Okay, bis zum Ende des nächsten Gefechts. Naja, okay, das war's. Das heißt für mich jetzt zumindest, dass die Optik des Schreins nichts bedeutet oder nicht zu sagen hat, dass es positiv oder negativ ist. Können wir uns also nicht irgendwie auf irgendein Aussehen verlassen. So, dann wollen wir mal die Sachen zurückbringen. Oh, you have returned with my valuables, brave knights, the tears of joy. Aha, wir könnten sie behalten. Nein, wir geben sie zurück. Wir sind ja schließlich rechtschaffen. So, gab 20 Erfahrungspunkte, immerhin. Und ich gucke nochmal ganz kurz auf die Karte, aber ich glaube, wir können die Mission beenden. Wir haben alles abgelaufen. Ich denke, ich habe diesmal nichts verpasst. Dann ist hier Missionsende. So, sehr schön. Jede Menge gab es obendrauf. Insgesamt 700 Gold, 300 Gebäuderessourcen. Keine Verletzungen, das ist vor allen Dingen wichtig. Stufenaufstiege, naja, lassen noch ein bisschen auf sich warten, aber kommen mit Sicherheit. Was haben wir denn hier? Lebenskraftverlust minus. Warte mal, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Lebenskraftverlust minus 2. Stufenaufstieg. Na gut, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Lady Dintrains Vision. Ich hatte Besuch von Lady Dintrain, die seit ihrer Ankunft in Avalon auf der Suche nach dem Gral ist. Sie erzählte mir von einem Traum über ihren Bruder, Sir Parzival, den berühmten Gralsritter. In ihrer Vision stand Parzival neben einem erhabenen Thron und warnte sie, dass die heilige Reliquie in großer Gefahr sei. Lady Dintrain will dem Traum auf die Schliche kommen und bat mich um Erlaubnis, die große Bibliothek der Roten Abtei zu besuchen. Damit erhöht sich ihre Loyalität um 2. Aber sie ist eine Mission lang nicht da. Das wäre allerdings nicht so schlimm. Denn die beiden anderen sind ja wieder voll einsatzfähig. Nee, das machen wir. Das darf sie. Das ist okay. Und alles, was sie erfährt, soll sie mitbringen und zurück nach Camelot kommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Gut, eigentlich hätte ich sie jetzt natürlich ins Hospiz zum Heilen, beziehungsweise in die Kathedrale, um die Verwundung wegzubekommen, aber dann soll sie jetzt eine Runde ihren Recherchen da nachgehen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass natürlich dadurch ein Fernkämpfer fehlt, aber wir haben ja mit Sir Ector den Zauber... Nee, Quatsch, wir haben ja Sir Ivan, ist ja auch ein Schütze. Gut, vergesst, was ich gesagt habe, wir sind also auch wieder ganz gut aufgestellt. So... Was machen wir jetzt? Sir Ector hat von den Verletzungen erholt, Sir Ivan hat Lebenskraft zurückerhalten. Wir haben neue Herausforderungsbelohnung verfügbar. Was ist das? Oh, hier, was haben wir denn da? Heile 3 Verletzungen in der Kathedrale war eine Herausforderung. Haben wir geschafft. Belohnung nach Abschluss. Essenz der Belastbarkeit. Gewährt dem ausgewählten Helden 2 Verletzungsmarken. Hat nach Verwendung einen dauerhaften Effekt auf den Helden. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Wir holen es mal ab. So, da haben wir es. Ah, jetzt verstehe ich. Und das sind die Dinger, die
die unser, wie nennt er sich, der Magister, nee, Arkanist, nee, der Meister der Magie im Zauberturm, der, diese Sachen kann man, glaube ich, zerstören, ne? Und das gibt Reliquienstaub. Okay, wir haben aber noch was bekommen, nämlich die hier. Töte 40 Mal unversehrte Gegner mit nur einem Angriff. Haben wir bekommen, haben wir geschafft. Essenz der Verstümmelung. Der ausgewählte Held erhält 10% Chance, doppelten Schaden zu verursachen. Dauerhaft. Also das ist, wenn ich das richtig verstehe, ne? Wenn ein Held das anwendet, hat er immer eine 10% Chance, doppelten Schaden zu machen. Also jeder 10. Treffer. Ui, das ist nicht so schlecht, ne? Holen wir natürlich auch ab. Jaja, es ist unverkäuflich, aber man kann es zerstören quasi und dann diesen Reliquienstaub zu bekommen. Okay. Hier gibt es jede Menge dieser Dinger. Wir können da mal gucken. Trinke 20 Tränke. Noch 7. Töte 10 verlorene Ritter. Auch noch 7. Töte 100 Gegner durch Fernkampffähigkeiten. Noch 21. Also da gibt es einiges zu tun. Werden wir nach und nach aufdecken. Und dann haben wir hier Stufenaufstiege, Leute. Ich glaube ja, ne? Oder wieso hat er denn hier... Ach so, nee, das Plus ist, weil er in der Gruppe ist. Weil die anderen... Oder nee, an was liegt das jetzt gerade? Doch, wir haben einen verfügbaren Punkt. Und Sir Kay hat sogar 2. Ja. Na, dann wollen wir mal noch kurz reinschauen hier, was wir Sir Kay geben. Dem königlichen Beschützer. Also erstmal sollte man ihm natürlich wieder einen Zaubertrank geben. Wir können 15% nochmal Waffenschaden obendrauf für den Todesschlag. Moloch. Extra Blutung plus 50% Waffenschaden für Blutungseffekte. Ja. Allerdings kriegen wir das hier natürlich für einen Punkt. Ich denke, das machen wir. 15% Waffenschaden hier oben drauf ist ganz gut. Und jetzt haben wir noch einen Punkt. Und jetzt können wir entweder das Spalten im Zentrum mehr Schaden macht oder dass eben der Todesschlag ebenfalls noch Blutung verursacht. Ja, ich denke, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir sparen den sogar auf. Ich würde sagen, wir sparen den auf und dann können wir beim nächsten Stufenaufstieg, der ja bald ansteht, dann müssten wir 3 haben. Dann können wir nämlich so eine Fähigkeit freischalten und direkt noch so ein Pünktchen hier mit dazu packen. Das machen wir mal. Das sparen wir auf. Und hier bei Sir Mordred haben wir ja unnachgiebig. Für jeden Treffer werden 2 Lebenspunkte wiederhergestellt. Ich finde, das hat hervorragend funktioniert jetzt. Also Sir Mordred kam irgendwie überhaupt nicht groß in Gefahr. Wir haben einen. Wir können den Schildansturm reduzieren oder den Waffenschaden vielleicht sogar erhöhen. Ah, den einen, komm, was haben wir denn hier? Ich finde den gar nicht mal so schlecht hier, den Schildansturm. Mein 2-4 Schaden ist nicht viel, aber dann liegt er ja am Boden. 25% mehr. Ja, kommen wir vielleicht auf 3-5.
Oder wir erhöhen hier die Verwundbarkeit. Ne, komm, wir machen das. Schilddornen. Das passt doch zu ihm, auch optisch. Er hat sie ja schon dran, die Schilddornen. Geben wir sie ihm auch noch tatsächlich. So, okay. Blick hier rein, da hat sich nichts getan. Rechtschaffen 5, alter Glaube 1. Dann im Tagebuch gibt's auch nichts Neues, weil wir ja keine Story-Mission gespielt haben. Jetzt muss ich, wie hole ich die jetzt wieder in die Gruppe? Sind die automatisch mit drin? Nee, sind sie nicht. Wir gucken mal kurz dieser Arkanist. Im Zauberturm. Was kann ich hier reinlegen? Du kannst deine nutzlosen Reliquien opfern. So, aber wer Reliquie? Aber ich kann die nicht von hier rüberziehen. Ist es mir jetzt noch nicht ganz klar, wie das mit den Reliquien funktioniert. Wir haben 80 Reliquienstaub aktuell. Wenn ich mir angucke, was der Spaß hier aber kostet, dann ist das nicht zu bezahlen. Also hier steht Reliquie Verbrauchsgegenstand. Dann müsste doch dieses Ding eigentlich hier rüber zu ziehen sein. Es geht aber nicht. Naja, schreibt's mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Ansonsten muss ich wirklich mal irgendwie bei YouTube schauen, ob ich irgendwie eine kleine Anleitung dazu finde. Okay, dann sind wir aber soweit durch. Wir hätten jetzt 5 Einsatzfähige, beziehungsweise halt mal, wir könnten ihn jetzt heilen. Wir nehmen ihn jetzt, glaube ich, raus, Sir Balan, und werden ihn ins Hospiz packen für die nächste Runde. Genau, dauert auch nur eine Mission. Und die Vierertruppe steht ja dann mit Sir Mordred, Sir Kay, Sir Ector und Sir Ewine. Und diese vier... Oh, erstmal kommt noch ein geheimnisvoller Schmied, den machen wir noch. Ein geheimnisvoller Schmied besucht meinen Hof und bot unbezahlbare Schätze des Tuatha De Danann an. Zuerst klang er wie ein angehender Hofnarr, doch nach näherer Betrachtung waren seine Waren tatsächlich bemerkenswert. Der Fremde ist nicht sonderlich gesprächig. Er hüllt sich unter seinem dunklen Umhang in Schweigen und lehnt sogar meinen Wein ab. Er bietet nur einen einzigen Gegenstand aus seinem Sortiment an, was für einen fahrenden Händler höchst ungewöhnlich und geradezu respektlos ist. Ja, also jemand, der Wein ablehnt, ist mir schon mal ein generell suspekt. Nimm das Angebot für den Gegenstand an. Wir erhalten Beute für 300. Konfisziere ihn, das wäre tyrannisch. Der geheimnisvolle Schmied. Naja, 300 ist nicht billig. Aber wir machen's. Ich bin neugierig. Ich will's wissen, was der hier dabei hat. Und jetzt? Was war das jetzt? Wir gehen mal kurz rein. Haben wir hier irgendwas bekommen? Weiß ich jetzt nicht genau, was passiert ist. Wahrscheinlich haben wir hier eine zusätzliche Beute, hieß es, ne? Vielleicht gab's... das hier? Das hier, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, was da jetzt dazu kam. Okay, Leute. Aber das war's für heute. Und das war's für diese Woche mit King Arthur Knight's Tale. Als nächstes geht's hier rüber. Zum verbotenen Bergfried oder zum verfluchten Schiff. Die Story-Mission weitermachen. Eventuell werden wir zu Beginn der Woche diese Hauptquest weitermachen und King Arthur suchen, denn deswegen sind wir ja schließlich hier in Avalon. Also, ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, tschö, tschö.